Zuerst ein kleines Funkeln, dann Licht. Es pulsiert, nimmt Fahrt auf, rast los. Von Synapse zu Synapse. Es knistert, es blitzt. Und dann ist er da. Der Moment des Verstehens. Stimmt, ja. Ach so. Ja, top. Ja, jetzt. Wow. Klar. Boah. Ah. Ja, das Team von You Know kennt die zahllosen Facetten dieses erhabenen Moments ganz genau. Und es weiß auch, wie man Content so gestaltet, dass am Ende die große Erkenntnis steht. Auf den ersten Blick wirken viele Themen sehr komplex, das ist klar. Aber wenn das Ganze dann gut auf den Punkt erklärt ist, dann versteht es am Ende wirklich jeder. Klingt gut. Aber wie geht man dabei nur vor? Verdichten. Didaktik. Storytelling. Brainstorming. Fokus. Richtlernziele. Komplexitätsreduktion. Hübsch verpacken. You know. Okay. In der Welt der Didaktik kennt sich You Know also aus. Noch dazu hat das Team die Erfahrung aus über 5000 Projekten. Wertvolles Know-how, denn eines ist klar. Das Lernen hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Wir sind letztlich die erste Generation, die wirklich multimedial lernen kann. Genau. Und nicht nur das. Lernen findet heute zu jeder Zeit und an den unterschiedlichsten Orten statt. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. In Zeiten stetigen Wandels begleitet uns das Lernen ein Leben lang. Genau darum geht es bei uns um Lernwelten für den Menschen. Für uns klar der Auftrag, Lerninhalte, Microlearning zu produzieren, das sich in die Arbeitswelt unserer Zielgruppen integrieren lässt. You Know verpackt komplexe Inhalte also in kompakte Einheiten. Zum Beispiel so. Ein kurzer Erklärfilm fürs Grundverständnis. Anschließend ein kompaktes Training. Und über die Woche verteilt kleine Auffrischungen, damit das neu erlangte Wissen auch nachhaltig in Erinnerung bleibt. Microlearning eben. Immer in der Hosentasche, in der U-Bahn. Auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop. Erklärfilme natürlich. Gamification. User Experience. Das darf ruhig auch Spaß machen. Damit bleibt's richtig hängen. Besser lernen geht nicht. Ja. Und dann kommt er, schleicht sich an, ist plötzlich da. Dieser eine elektrische, ja magische Moment. So geht Lernen heute.